Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Kinder, hier zu einer neuen Aufnahme Let's Play World of Warcraft mit mir, eurem lieben Max. Ja, lang ist her irgendwie momentan. Ich habe so viel Prüfungsstress und hast du nicht gesehen, das ist einfach nur eklig. Da kommt man zu gefühlt gar nichts, höchstens ein paar Livestreams. Ich mache mir jetzt mal hier so ein ganz bisschen eigennützig Werbung, und zwar livestreame ich in letzter Zeit relativ häufig. Ihr findet auch den Link zu meinem Livestream unten in der Videobeschreibung. Also da mal ruhig reinklicken und ein Follow da lassen. Und ja, wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Ich muss nur gerade mal, das vergesse ich nämlich immer, die Musik anmachen. So, dann können wir uns nämlich ganz entspannt zurücklehnen. Und hier die Quest weitermachen. Ja, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Es wird, denke ich mal, am Mittwoch auch noch ein kleines Video kommen, wo ich so ein bisschen, was so ein bisschen trailermäßig verrät, was so auf dem Kanal demnächst hier passiert. Ich habe so ein paar Ideen gehabt, die ich gerne umsetzen wollen würde. Und so. Warum bin ich denn hier außer Reichweite? Wir versuchen es mal hier draußen. Okay, das will anscheinend nicht ganz funktionieren. Das ist ein bisschen blöd. Vielleicht hier? Nee, außer Reichweite. Müssen wir dazu vielleicht ein bisschen... Aber das haben wir beim letzten Mal schon probiert, ne? Das funktioniert einfach nicht. Komisch. Warum die Quest hier buggt. Was müssen wir denn machen? Vrykul der Winterscorn zerstückeln. Ah, okay. Das heißt, wir müssen hier auch die Leichen dann schön brav zerstückeln. Dazu krallen wir uns jetzt erstmal hier wieder die nächsten zwei. Ja, wir werden hier ein bisschen fröhlich munter wie immer questern. Und am Mittwoch genau wird es ein kleines Video geben, was so auf dem Kanal demnächst passiert. Und ein Projekt, was wieder auflebt, ja, das, da freue ich mich persönlich extrem drauf, und ihr dürft euch da natürlich auch drauf freuen, weil es wird ein Wiederaufleben geben, eines Projektes, und das, wird klasse, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich habe noch so ein paar andere Ideen. Vor allem bin ich momentan noch am Überlegen, ob ich nicht noch mir Verstärkung hier für den Kanal suche. Ich habe schon, was mega lieb ist, ich habe vom guten Bombardin das Angebot bekommen, dass ich bei ihm mit auf dem Kanal komme. Also The Bombardin, wer ihn noch nicht kennt, schämt euch in Grund und Boden. Und schaut auf jeden Fall mal bei ihm rein. Auch den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, da habe ich das Angebot bekommen, zu ihm zu stoßen, auf seinen Kanal. Das hätte ich auch fast angenommen, aber ich habe dann für mich beschlossen, ich mache hier auf dem Kanal weiter. Und wir haben ja immer noch, witzigerweise, haben sich die Abos kaum verändert. Es sind ein paar gegangen, es sind aber auch ein paar Leute dazugekommen, die begrüße ich hier recht herzlich. Und ja, ich habe die Woche jetzt noch relativ viel zu tun, weil wir haben auch im Chorverein, wer es nicht weiß, ich singe bei mir in der Stadt im Chorverein und in einem Vokalensemble. Und da haben wir jetzt demnächst Konzert. Und da haben wir so extrem viel Proben. Das ist immer unglaublich viel, was ich da noch unterwegs bin. Dann natürlich, ich schreibe in knapp 2 Wochen Abschlussprüfung. Das ist so nochmal ein großer Meilenstein. Das sind alles so Sachen, die halt irgendwie einem total die Zeit rauben. Und für die Leute, auch wenn man einem das nicht immer glaubt, YouTube ist unglaublich zeitintensiv. Also das braucht wirklich lange. So ein Video aufnehmen ist die eine Sache, das ist noch die kleinste Arbeit. Das ist ja in gut einer Viertelstunde getan, aber das Ganze, das Schneiden, das Bearbeiten, das Rendern, dann das Hochladen, dann das Publizieren. Also pro Video kann man da gut und gerne, das vergessen viele, gut 2 Stunden nochmal Zusatzaufwand einberechnen, je nachdem, was für ein Video es ist. Ich meine, hier so ein einfaches Let's Play ist in 2 Stunden abgetan. Das ist total schnell gemacht. Aber zum Beispiel so ein richtiges Video, da schneidest du auch gut und gerne mal so gefühlt eine ganze Woche dran, bis es dann so ist, wie es dir passt. Und
ja, wer selber YouTube macht, dem brauche ich das nicht erzählen. Der weiß sowas. Der weiß das. Und... aber ansonsten, aber ich mache das ja mittlerweile, ich nehme mir jetzt auch einfach wieder die Zeit. Und zum Beispiel Livestream ist halt viel schneller, ne? Ich bereite mich so ungefähr 15 Minuten, 20 Minuten bereite ich mich vor, gucke, dass alles funktioniert und starte dann den Livestream. Das ist halt definitiv schneller. Also dann kann ich dann mal locker eben Livestream für 1,5 Stunden. Das macht auch extrem Spaß, weil man eine schöne Interaktion mit den Zuschauern hat. Und ja, das macht momentan mir so extrem viel Freude. Weil das ist auch immer sehr gemütlich. Wir haben immer der Matthias, also Bombardin, der macht bei mir auch immer DJ. Das ist immer unglaublich cool. Und ja, das ist einfach immer nur total spaßig. Und ich werde aber jetzt sehen, dass ich hier den YouTube-Kanal auch wieder ein bisschen pflege, mich drum kümmere und dass wir hier auch wieder... unsere festen Projekte haben und ja, also seid nicht enttäuscht, es geht weiter, auch wenn ich, bitte habt da wirklich Nachsicht, ich habe momentan einfach mega viel Stress und komme einfach nicht so dazu. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, das wird sich alles so, im Sommer wird sich das regulieren, wenn die Abschlussprüfung, die mündliche Prüfung rum ist, ich dann umgezogen bin und der Stress vergessen ist, also... Kopf hoch, es geht weiter. Und ich freue mich auch. Also, wie gesagt, YouTube ist ja immer noch so ein Hobby, was ich übelst gerne mache, weil es einfach ein geiles Hobby ist. Es ist ja wirklich total, es macht Spaß. Man hat, so man erschafft ja irgendwo was. Und das ist einfach nur mega cool. Also, das macht mir mega Spaß. Außer Reichweite. Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Was müssen wir denn machen? Aus Turm... Ach so. Ah, schaut mal hier. Komm, wir machen den mal gerade. Wir müssen die in Brand stecken, nicht markieren. Wir müssen hier markieren und in Brand stecken. Da war ich mal wieder ein bisschen... jawohl, das funktioniert doch jetzt. Ja, Mist. Zu spät gedrückt, naja. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Guck mal hier, der ist ganz, ganz schnell erledigt worden. Müssen wir hier Baracken in Brand stecken? Können wir das denn hier oben machen? Nee, leider nicht. Okay, da müssen wir auch wieder in das Gebäude rein. Ah, guck mal, aber hier die Türme müssen wir markieren. Autsch. Das ist ja dreckig. Komm, die schnappen uns. Ah, sehr schön. Da kam der Luftschlag, den wir gebraucht haben. Ah, cool, dann können wir ja die Quest hier trotzdem noch machen. Dann kümmern wir uns mal hier ums... Können wir das hier schon in Brand stecken? Nee, müssen wir wirklich... Da müssen wir wirklich für rein... Aber ich sag mal, wenn wir uns hier reinmachen, das sind ja nicht viele Gegner. Und wir machen ja dann doch ganz gut Schaden. Also ich bin ganz happy mit dem Druiden. Und so, die müssen wir in Brand stecken. Die haben auch coole Soundfiles. Also es ist echt schon... Obwohl ich ja momentan so MMO-mäßig zu WoW logge ich eigentlich nur noch ein, wenn ich was aufnehmen will oder wenn ich Raid habe, weil was mich wirklich... So, wir warten hier gerade ab. Was mich wirklich interessiert momentan ist Black Desert. Das ist einfach nur wahnsinnig gut. Also Black Desert ist brechend gut. Das ist wirklich wow. Das ist so genial. Das macht einfach nur so Laune. Komm, wir gehen mal in verborgener Katzengestalt hier rein. Black Desert saugt einfach mein Leben. Aber ich habe mich dann zum Beispiel auch dagegen entschieden, ein Black Desert Online Let's Play zu machen, weil das Spiel ist so riesig. Es ist wirklich riesig. Das ist echt nicht feierlich. So müssen wir, genau, wir müssen noch 2 Türme markieren.
Mal gucken, wo die rumlungern. Ah, guck mal da hinten. Das mit den Türmen ist ja Gott sei Dank relativ easy. Da müssen wir ja nur aufs Dach und dann abwarten, bis der Luftschlag kam. So. Wir warten mal hier ab. Die können uns ja hier. Ah, okay. Die haben uns sogar schon rausgenommen. Sehr schön. Und hier drüben muss noch. Genau, da ist noch der letzte Turm, den wir markieren. Siehst du, wenn man einmal richtig die Questtexte liest, dann ist man gleich dreimal schlauer. So. Den markieren wir auch nochmal. Der haut uns ein bisschen, aber das macht uns ja nicht besonders viel Schaden. Warten jetzt hier wieder auf den. Danke. Auf den Luftangriff. So, wir haben alle Quests abgeschlossen. Wo müssen wir die denn abgeben? Ich glaube, das buggt rum, ne? Der Held der Winterufer meint ja, bla bla bla. Okay. War der nicht hier irgendwo? Ich meine doch, der stand hier am Weg. Jetzt haben wir nämlich die Quest abgeschlossen. Wenn wir die Scorn ziehen, müssen wir die Türme zerstören. Genau, bla bla bla. Wir können noch. Kommt nur nicht zu nah ran. Okay. Das haben wir ja alles erledigt. Das ist jetzt die Frage, wo er rumlungert. Aber hier irgendwie rumgurken tut er ja auch nicht, ne? Also, dass er uns irgendwie folgt. Komisch. Dipp, 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 was haben wir denn noch für? Upsala. Noch für Quest. Sprecht mit Apotheker Malthus im Apothekerlager. Ah ja, die können wir mal machen. Dann sehen wir auch mal hier den Rest von der Landschaft. Ich meine, wir haben ja schon einen kleinen Rundflug ein paar Folgen vorher gemacht. So, und haben uns mal Nordend oder Northrend, wie es im Englischen heißt, so ein bisschen angeschaut. Ist ja auch echt eine coole Gegend. Allein sowas liebe ich ja, ne? Hier so Schluchten, wo irgendwas drin ist. Ah, okay, sind noch nicht mal feindlich gesonnt. Aber da hinten sehen wir schon das Grüne der Verlassenen. Das wird das Apothekerlager sein. Korrekt. Hier haben wir noch einen Flugpunkt, den nehmen wir natürlich mit. So, was hast du denn? Nehmen wir hier die Quest an und hier die Quest an. Und mit dem reden wir jetzt. So, was hast du denn für uns, dass ihr ihm 5 zwergische Fläschchen bringt? Okay, wo müssen wir da hin? Einmal hier hin. Diener der Geißel irgendwie töten. Ah, guck mal hier. Hier haben wir sie doch. Na, dann kümmern wir uns mal da drum. Da scheint hier jetzt wieder eine schön entspannte Killquest zu sein. Oh Mann. Wie einfach hier doch das Leveln ist. Aber in Black Desert zum Beispiel levelt man nur. Wo ist denn unser AOE? Hey, das war gemein. So, wir hauen den mal hier. Heilen uns eben voll. Früher wäre das nicht gegangen. Ich habe mal neulich mir einen Bericht drüber angeschaut, so über Classic WoW. Hey, das war gemein. Über Classic WoW, wie sich so das Levelverhalten da geändert hat. Und es ist wirklich extrem einfach geworden, auch durch so Sachen wie Erbstücke und sowas. Also das ist schon, hat alles ziemlich vereinfacht und hat das alles gesamt ziemlich ja, lapidar gemacht. Also es ist wirklich nicht mehr schwer, in WoW zu leveln. Zu Classic war das noch echt hart, da hast du dich nicht mal eben so mit 3, 4 Mobs gleichzeitig angelegt, das hast du gar nicht geschafft. Also da warst du schon mutig, wenn du dich mit 3 Mobs angelegt hast.
Aber 4-5, so wie wir das dann heute zum Beispiel machen, das wäre undenkbar. Die haben dir dann einfach nur gnadenlos auf die Fresse gegeben. Das hast du dann überhaupt nicht hingekriegt. Also das war schon eine ganz andere Schiene. So, komm mal her zu uns. Ist echt cool, vor allem, dass man mit der Katze sich dann noch so schön hochheilen kann. Das macht es echt entspannt. Also das gesamte Leveln. Komm, wir pullen den hier direkt. Und hauen den. Wie viel brauchen wir denn noch? 3 Stück. 1, 2, 3, 4. Naja, komm, wir pullen die einfach mal. Und hauen die so ein bisschen. Heilen uns wieder voll. So. Jetzt haben wir natürlich keine Energie. Das ist so ein bisschen blöd. Ich bin auch noch nicht ganz so hinter die. Hey! Die Skillung hier gekommen. So, wir haben doch hier entfluchen, oder? Haben wir das nicht? Ah ja, der hält nicht lange an. Okay, das können wir mal auf uns lassen. So, dann haben wir nämlich die Quest schon abgeschlossen und haben ein schönes Ende für die Folge. Dann läuft auch noch der Fluch aus und alles ist in Ordnung und ich kann ins Bettchen gehen, weil ich morgen wieder Berufsschule habe. Meh. Quest beenden. Okay. Und um die anderen Quests kümmern wir uns dann ganz gepflegt in der nächsten Folge. Wenn es Wünsche, Anregungen, Kritik gibt, ab damit in die Kommentare. Daumen nach oben würde mich sehr freuen, wenn es dir gefallen hat. Daumen nach unten und Kritik ist auch gern gesehen. Also wenn dir das Video nicht gefallen hat, ruhig Daumen nach unten drücken und sagen, was dir nicht gefallen hat. Und wenn du es möchtest, kannst du ja den Kanal abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Bis dahin, macht's schön gut. Tschüss.